Mist, Klingen! Das war eine Schlossfalle. Das Schloss ist offen. Gut, dass ich das richtige Werkzeug dabei hatte. Die Karre fährt nicht mehr. Ein paar leere Kisten. Das Stahlregal ist völlig verbogen. Eine vergammelte Schubkarre, weiter nichts. Ein paar Mauersteine. Ein altes BMX-Fahrrad. Leider ist es zu nichts mehr zu gebrauchen. Das ist ein Gullydeckel. Ein alter Waggon. Liegt schon einige Zeit zurück, als noch Züge gefahren sind.
Besonderes. Ein einfacher Container. Ein Schrottauto. Was für ein völlig verrosteter Blechhaufen. Okay, der Code ist 0443. Werde glücklich damit. Und jetzt wirf den Kran an, ich habe genug Zeit verloren. Hey, du bist klasse. Und keine Sekunde zu früh. Ich werde mich gleich verschanzen. Du wirst es nicht glauben, aber erst vor ein paar Stunden kam hier eine dieser halbstarken Kid-Gangs vorbei und hat rumrandaliert. Als ob die Schatten nicht schon Plage genug wären. Auf jeden Fall haben sie den Kran erwischt und jetzt ist das Ding ziemlich im Eimer. Tut mir echt leid, dass ich dir da jetzt nicht mehr helfen kann. Naja, ich geh dann mal. Und danke nochmal. Halt! Du wirst hier bleiben, bis ich da unten bin, verstanden? Erzähl, was ist an dem Kran kaputt? Naja, die Kids haben den Vergaser erwischt. Der Motor hat geschnurrt wie ein Kätzchen und mich nie im Stich gelassen. Aber ohne den Vergaser? Einer von diesen kleinen Bastarden hat hier rumgeballert und dabei hat er ihn erwischt. Gut, ich lasse mir was einfallen. Und du wirst schön hierbleiben und warten, bis ich die Sache geklärt habe. Das sollte doch eigentlich kein Problem sein. Mal schauen. Klar, das bekomme ich wieder hin. Siehst du? Drei Handgriffe und die Sache ist repariert. Sie haben das Ding gar nicht wirklich getroffen. Und jetzt lass mich runter und zwar schnell. Da liegen überall Leichen. Und die Schatten spazieren mitten hindurch. Sollte Annie was zugestoßen sein, dann... Ach, was rede ich?
Es wird dir gut gehen, ganz sicher.